Die 4-4-7-9-Regel. Wie viel Kalorien haben die einzelnen Nahrungsmittel? Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier in der Gesundheitswelt in Filmer. Heute möchte ich mit euch ein kleines Quiz machen zu der sogenannten 4-4-7-9-Regel. Bei der 4-4-7-9-Regel vergleichen wir die sogenannten Makronährstoffe. Die Makronährstoffe sind auf einer Verpackung, auf einer Nahrungsverpackung, wenn ihr euch meinetwegen, was weiß ich, Kinderschokolade oder irgendeinen Brathering oder was weiß ich, was ihr euch anschaut und das auch umdreht, habt ihr auf der Rückseite auf 100 Gramm die Kilokalorienanzahl und dann könnt ihr sehen, wie viel Gramm Kohlenhydrate hat das Ganze, wie viel Gramm Fett hat das Ganze und wie viel Gramm an Eiweiß hat das Ganze. Die sogenannte 4-4-7-9-Regel weist einem Gramm von den sogenannten Makronährstoffen eine Kilokalorienanzahl. Das bedeutet, es gibt Nahrungsmittel, die sind besonders energiereich. Das heißt, ein Gramm hat 9 Kilokalorien und es gibt Nahrungsmittel, da hat ein Gramm 4 Kalorien. Ja, das heißt, wenn ihr heute nach dem Video, wenn ihr heute ausmacht und das Video gesehen habt, dann könnt ihr wissen, es gibt Nahrungsmittel, da kann der Körper im Grunde sehr, sehr viel Energie rausholen. Und es gibt Nahrungsmittel oder Makronährstoffe, da holt sich der Körper nur sehr, sehr wenig Energie davon. Oder es beinhaltet sehr wenig Energie. Ja, also Fett, Alkohol, Kohlenhydrate und Eiweiße. Ja, diese vier müsst ihr jetzt zu der sogenannten 4-4-7-9-Regel, 4-4-7-9, also das heißt, wir haben ein Nahrungsmittel hat 4 Kilokalorien, ein Nahrungsmittel hat auch 4 Kilokalorien, ein Nahrungsmittel ist energiereicher und hat 7 Kilokalorien und ein Nahrungsmittel ist besonders energiereich auf 1 Gramm und dementsprechend beeinflusst unsere Nahrungsaufnahme dahingehend, dass wenn wir viel davon essen, dass wir sehr, sehr viel Kalorien zunehmen. Ja, jetzt würde mich das interessieren, ihr könnt das gerne vor eurem geistigen Auge einmal durchdenken und ich werde das jetzt auflösen. Ja, ich werde das hier oben jetzt einblenden. Also 4 Kilokalorien hat Eiweiß. Ja, also 1 Gramm Eiweiß hat 4 Kilokalorien. Das nächste, weitere 4 Kilokalorien haben Kohlenhydrate. Das heißt, Eiweiß und Kohlenhydrate sind verhältnismäßig zu den anderen an sich sehr energiearm. 1 Gramm oder Milliliter oder in welcher Einheit man auch immer Alkohol messen möchte, haben 7 Kilokalorien. Ja? Und als letztes, last but not least, haben wir das Fett. 1 Gramm Fett haben insgesamt 9 Kilokalorien. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir sofort, wenn wir sehr, sehr fettreich essen, dann werden wir eine sehr, sehr hohe Energiemenge, also werden wir sehr, sehr viele Kilokalorien zuführen. Wenn ihr jetzt einmal ganz kurz, ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe mal Speck genommen, ja, richtig fettigen Speck. Und wenn ihr da mal drauf guckt, da ist ja, das besteht ja zum höchsten Teil aus Fett. Ja, so ein 100 Gramm Speck haben schon direkt mal 600, 700 Kilokalorien. Ja, das ist sehr, sehr viel. Wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel wenn ich zum Beispiel mit jemandem den Grundumsatz und den Leistungsumsatz berechne und da gibt es Leute, die dürfen nur 1800, 1900, 2000 Kilokalorien essen. Wenn die jetzt mal 100 Gramm Speck essen, dann ist das schon ein Drittel von dem, was sie zuführen können. Ja? In den weiteren Videos werde ich euch aber noch mitgeben, was könnt ihr damit anfangen. Also es gibt eine wichtige Sache, ist, wir haben das Low Carb und das Low Fat Lager. Ja, wie spielt das irgendwo eine Rolle? Das wird im nächsten Video auch zu sehen sein. Aber ganz, ganz wichtig, bei der 4-4-7-9-Regel müsst ihr wissen, es gibt unterschiedliche Nahrungsmittel, Makronährstoffe und diese Makronährstoffe haben aber eine unterschiedliche Energiedichte. Ja? Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald, euer Peter. Ciao. Hat euch mein Video gefallen? Dann lasst mir gerne ein Like da oder schreibt mir gerne in die Kommentare einmal rein, über was für ein Thema ich noch ein Video machen sollte.